Jetzt ist hier Ruhe im Puff. Jetzt gibt's ein 3, 2, 1 YouTube-Transformation. Und damit herzlich willkommen zu den Patch-Notizen 13.4. Wir sehen hier einige Buffs and Nerfs auf gewissen Champions. Wir gehen die alle einzeln durch. Holt euch was zu trinken, was zu essen. Und dann geht's ab. Wir starten bei Ahri. Ahri tatsächlich nicht mehr so ganz so strong aktuell. Wird nicht mehr so viel gespielt. Wurde auch hauptsächlich fürs Pro-Play überhaupt erst genervt. Hat hier einen Base-Leben-Buff bekommen und auch ein Grundwert der Rüstung. Der Grundwert der Rüstung wurde erhöht und die Ulti hat einen geringeren Cooldown, heißt, sie ist häufiger einsetzbar, heißt, du bist insgesamt mobiler und kannst häufiger für Catches spielen. Sehr cool. Viel Spaß, liebe Ahri-Spieler. Alistar wurde auch im letzten Patch ja schon gebufft und bekommt jetzt anscheinend nochmal einen Follow-Up-Buff, heißt, noch mehr Heilung ist am Start. Das ist besonders dann wichtig, wenn ihr nicht so gut in League seid, denn die ersten paar Level von Alistar sind natürlich alle Horseshit und erst ab Level 3 beginnt seine Lane. Heißt, wenn du hier den Heal weiterhin buffst, wird ja, auch wenn es hier nur erstmal 1% sind, aber wenn du den Heal buffst, wird die Lane aushaltbarer, selbst wenn du ordentlich reingeschissen hast, Level 1 und 2. Ja, okay, super. Ansonsten wird der Q-Spell weiterhin für AP Alistar gebufft. Heißt, ich habe Alistar Top-Lane gesehen und ich weiß nicht, ob das Welt braucht. Aber wird auf jeden Fall gebufft, auch wieder ordentlich hier, 10% auf beide Spells. Riot Games, warum so? Ist Alistar als Support zu doof? Oder, naja, finde ich nicht gut sein. Finde ich nicht gut in den Weg, den man hier geht. Da hat einfach nur jemand im Balancing-Team hat einfach nur Lust auf AP Alistar, weil er vorher Lust hatte auf Blitzwing Jungle. Blitzwing Jungle war ein absoluter Nightmare. Und jetzt ist halt AP Alistar der nächste Nightmare, den wir durchstehen müssen alle zusammen. Und dann ist das wohl so. Amumu. Wird nochmal genervt, Rüstung und Lebenssteigerung, also per Level quasi, geht beides runter, wird also etwas abgeschwächt und die W wird hier auch, ich sehe es nicht, oh, wird auch genervt, wird auch ein bisschen genervt, super, also Amumu Damage geht runter und seine eigene Tankiness geht runter, ich freue mich. Anivia habe ich als extrem starken Champion kennengelernt. Aber ich spiele natürlich auch in einer Solo-Queue, so wie ihr, die teils langsam ist. Also teils, wo man ab und zu auch mal ein bisschen Zeit hat zu scalen, beziehungsweise wo Comeback-Potenzial am Start ist. Und da war Anivia natürlich mega krass. Gerade auch mit Rod of Ages und Co. Rod of Ages und Seraphs sind Mages ja ziemlich tanky geworden. Und dadurch, dass Anivia ja guten, relativ guten DPS-Wert hat durch ihre Ult und durch ihre sehr, sehr low coolen E-Spells, ist hier Anivia sehr, sehr stark geworden und wird jetzt hier auch in dem per Level, bei der Rüstung per Level und bei dem Leben per Level auch attackiert, genauso wie Amumu. Annie, ein Bullshit dieser Champion, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich freue mich, dass generell Annie gespielt werden kann, aber also diese Idee mit dem geschmolzenen Schild, ich mag die voll. Ich mag das, dass Spells und Autotext das zurückgeben. Und ich finde auch ich finde auch die Interaktionen damit cool, aber sie fühlt sich im Moment einfach viel zu stark an, viel zu tanky. Sie kann als Supporter, ist vielleicht auch so ein Support individuelles Problem. Also Supporter sind vielleicht auch einfach, haben auch vielleicht einfach zu viel Gold, wenn sie winning sind, wisst ihr? Kann ich mir vorstellen. Aber lass mich darüber reden, lass über Annie reden. Annie verliert hier an Leben, also Riot Games ist ganz ähnlich wie ich. Und der magische Rückwurfschaden des Schildes geht deutlichst runter. Weiß ich gar nicht, ob ich das cool finde. Ich finde die Interaktionen eigentlich nicht nice, die auf dem E-Spell sind. Also der magische Rückwurfschaden von mir aus kann ja hoch bleiben, aber der Nerf von mir aus den Schild-Cooldown oder so. Fände ich jetzt nice. Wobei es vielleicht auch wieder weniger Spaß macht, ne? Ja. Riot Games, finde einfach einen Weg, wie Annie trotzdem Spaß macht, trotzdem ganz viel über E spielen kann, weil ich finde den E-Spell super cool. Ganz viele super coole Mechanics mit dabei. Zum Beispiel Sivir Spell Shield. Wenn du Annie angreifst, kannst du mit dem Sivir Spell Shield selbst dein Leben wiederholen. Sollte zumindest so sein. Ist mir nicht gelungen tatsächlich, als ich Sivir gegen Annie gespielt habe. Aber das wären so nice Interaktionen, die nice sind. Rylai's zum Beispiel. Ne? Gestern im NNO-Cast von gesprochen. Wenn Kalista auto-attackt, die ja auf Slows nochmal anders reagiert als andere ADCs, und du Rylai's First gehst, dann wird sie geslowed. Eventuell kannst du damit halt den ganzen, also damit ein bisschen was von ihrem Damage zurückhalten. Von Kalistas Damage. So, Tibbers beschwören. Wird auch hochgesetzt, der Cooldown. Weiß ich nicht, ob das die Antwort ist. Ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, das ist nicht die Antwort, aber Riot Games hat darüber, glaube ich, auch nicht lange nachgedacht. Deswegen alles fein. So, jetzt Angriffstempo auf Aphelios. Aphelios ist tatsächlich jetzt schon, also Aphelios ist schon fein in High-Elo. Da ist er tatsächlich ziemlich stark sogar.
aber halt wirklich nur High-End-Elo. So. Da kann man den spielen ganz gut, hat auch hier und da im Competitive Appearance, aber nicht so wie vorher, also ist nicht so ganz so dominant. Und hier so ein kleiner Attack-Speed-Buff, der ja eigentlich, also der Attack-Speed, die Attack-Speed-Passive wird ja quasi nicht geskillt. Also die meisten gehen AD und die Armor-Pen und du musst hier immer zwischen 1 und 3 entscheiden. Heißt, hier gibt man jetzt eine vielleicht rechnerisch sinnvollere Variante auf dem Attack-Speed. Azir verliert Mana, kriegt aber für bessere Mana-Steigerung. Super wichtig für die Landing-Phase, denn da konnte Azir ja schon viele Gegenspieler früh poken. Die Wiederaufstellungsrate der Soldaten geht hier ein Stück weit nach oben. Der Sandläufer, der E-Spell-Schaden geht... Wow. Also der E-Spell-Schaden wird deutlich gebufft. Führt aber natürlich auch dazu, dass du eher in Gegner rein muss. Was lese ich eigentlich gerade vor? Die haben sich verschrieben, oder nicht? Also Wiederaufnahmsrate von Soldaten, die geht hoch. Also die ist auf Level 1 nicht so hoch wie sonst. Der magische Schaden auf dem E-Spell wird um 40 gebufft und kriegt besseres AP-Scaling. Und die Ulti bekommt auch mehr Base-Damage und besseres Scaling. Was lese ich gerade vor? Azir muss doch genervt werden. Nachdem Cassian Rice Anfang des Jahres Abschwächung erhalten haben, ist Azir zum bevorzugten Midlaner Profispiel geworden. Und wie kannst du von da aus nochmal die Kurve kriegen? Und das ist ein Thron, auf dem der Kaiser jahrelang bequem residiert hat. Ja eben. Diese Änderungen sollen seinen aggressiven frühen Druck auf der Lane verringern und wenn du Entschädigungen bieten, die den Händen von Nicht-Profis wahrscheinlich zu allgemeinen Verbesserungen führt. Okay, also fairerweise... Profis werden natürlich dadurch gehandicapt, dass du im Early Game nicht mehr ganz so krass poken kannst. Aber den Base-Schaden? Warum? Warum? Ich frage euch, liebe YouTube-Gemeinde, dann könnt ihr mir mal unten in die Kommentare reinschreiben. Warum muss jeder Champ für jeden Billo-Spieler draußen spielbar sein? Ich verstehe den Gedanken nicht. Wo ist das Problem zu sagen, okay, wenn du in Silber Azir spielst, dann solltest du natürlich auch mehr verlieren, weil du hast die Fähigkeiten für ein Azir nicht. Aber sobald du halt Diamond kommst, kannst du sagen, yo, ich habe jetzt die ganze Zeit einfache Champs gespielt, jetzt würde ich mich gerne mal an Azir ranwagen. Und dann spielst du halt Azir ab dann und versuchst den zu one-tracken und hast dann da am Anfang krassen Misserfolg, aber kannst dann halt hinten raus mehr Erfolg haben. Wo ist denn die Problematik dahinter? Du musst doch nicht jeden Champ für jede Elo relevant machen. Das ist nicht gut. Riot, bitte. Das ist nicht gut. Jeden Champ für jede Elo relevant machen, ist nicht gut. Vor allem, weil das ja im Grunde genommen auch immer noch, also es ist einfach Shit. Jetzt hast du wieder auch, du hast auch wieder mehr Damage reingepumpt. Wo Azir eh schon viel Damage hatte, hast du noch mehr Damage reingepumpt. Was für eine Scheiße, Junge. Was für eine unnormale Scheiße ich hier lesen muss. Echt nicht. Wirklich nicht. So, Cho'Gath, kriegt mehr Rüstung. Und mehr Magic Damage, ne? Auch einfach da wieder 20 Magic Damage mehr, ne? Ja. Als was für eine Scheiße! Du musst ein Durability-Patch machen und nicht jedem Champ 80, 40, 0, 100 Schaden pro Patch geben. Der letzte Patch war auch schon so vollgepackt mit Damage. Und hier packst du wieder Damage rein. Wieder Damage, wieder Damage, wieder Damage. Und du senkst auch noch die Tankiness von vielen Charakteren. Das muss dir doch klar sein, dass das Game scheiße ist irgendwann. Warum, wo ist denn der Ansatz vom letzten Jahr hin? Was für Schwachmaten. Es tiltet mich. Die Mana-Kosten gehen runter auf deinem W. Kannst du in ein Arschloch stecken, du dummes Riot Games Arschloch. Was ist denn da los? Wieso ist da mehr Damage? Elise. Verliert hier Base Damage auf ihrem Q-Spell. In welcher Form denn? Ich glaube, es ist die Melee-Form, oder? Die mit dem fehlenden Leben basiert, ist die Melee-Form. Oder basieren beide auf dem fehlenden Leben? Nein, oder? Ich glaube, die Range-Form macht vom maximalen Leben Damage und die Melee-Form macht vom fehlenden Leben Damage. Ja, wie dem auch sei, hier ist der Damage auf jeden Fall genervt worden. Ich freue mich, das kann man eigentlich bei allen Champs machen. Das könnte man eigentlich bei allen Champs machen, aber naja, ist auch wirklich komplett egal. Und der magische Schaden der kleinen Spinnen wird am Anfang genervt und später nicht wirklich gebufft. Also ist auch gut. Ist nice. We take this. Jarvan, absolut mega strong, ultra strong. In den Händen von Akruin zum Beispiel broken. Da wird hier ein bisschen am Schild rumgemacht. Kunde geht hoch und die Schildstärke etwas schlechter mit Attack Damage. Ja, Jax auch super busted. Wer hätte es gedacht? Verliert Leben. Bekommt aber dafür ein Leben mehr pro Level. Klasse.
Der E-Spell, so viel Schaden. Denn aus ausweichenden Angriffen wird nur den gesamten Schaden der Fähigkeit und nicht mehr nur den Grundschaden. Ey. Ganz im Ernst. Whatever. Trefferschaden des Passives. Wird auch ein bisschen genervt am Anfang vor allem. Ja, whatever you want. Ist mir scheißegal. Fucking Hurensohn Pet. Wirklich jetzt, Drecksgame. So, Malphite. Bin sehr gespannt. Ablenkzeit vom W geht runter. Um 2 Sekunden sofort. Ist nicht bad. Muss quasi trotzdem nicht hochskillen. Normaler Schaden von verstärkten Angriffen geht auch hoch. Und Skelett aber jetzt noch zusätzlich mit Rüstung. Ne, Skelett jetzt besser mit Rüstung. I see. Jetzt ein bisschen besser mit Rüstung. Ich freue mich. Und der normale Schaden im Kegel bleibt auch erstmal gleich und Skelett auch besser mit Rüstung. Also hier kleiner Damage-Buff, kleiner Cooldown-Buff auf Malphite. Whatever, mate. Whatever. Auch da wieder Tank über Damage gebalanced, ne? Tank über Damage gebalanced. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Der Q-Spell verliert hier nicht so viel. Actually doch. Wait, was? Der plus 4. Moment, das ist auch Buff, oder nicht? Wait, der Q-Spell wird gebufft? Okay, der Q-Spell wird gebufft. Dafür aber der E-Spell haut deutlich genervt, richtig? Jawohl. Abhängigkeit geht 4 Sekunden hoch. Davon reden wir doch. Der Base-Damage geht hier runter um 5 und das AP-Scaling ist geringer. Und die versteckte Verlangsamung geht auch deutlich runter. Ist doch okay. Du solltest quasi besser mit Leben, weniger mit AP auf Maokai und das ist doch okay. Das ist doch fein. Das ist doch völlig fein, Leute. So, Orianna. Grundwert der Rüstung geht hoch und die Mana-Kosten gehen weiter runter auf W. Also auch Orianna wird weiterhin gebufft. Wundert mich sehr, weil bei Anivia zum Beispiel ist er auch ein Control-Mage. Ich denke, Orianna könnte ähnlich bauen und wird trotzdem noch zusätzlich gebufft. Sehr interesting, das Ganze. Riven kommt, ich lese einfach den Part hier durch, ich habe keine Ahnung von Riven. Riven soll ein Champion sein, den man wirklich meistern muss. Unserer Meinung nach unterstützt ihr derzeitiger Zustand keine Spielweise, die es ihr erlaubt, erspielte Vorteile meisterhaft in Siege umzuwandeln. Wir beseitigen ihre untypischen Skalierungen des Passives, um es fortzuverlegen und die Spitze zu glätten. Und lassen ihr Passive ein wenig zwischen Schaden an Türmen verursachen, damit sie eine größere Bedrohung auf der äußeren Lane sein kann. Freue ich mich. So, Samira muss ultra hart genervt werden. Wird so mittel genervt, ne? Also Damage-wise wird nicht an die Ult rangegangen. Dafür ist die Lebenslauf-Effektivität niedriger. Und das Lauftempo wird genervt, aber auch nur, also abhängig von der Stufe. Ja, weiß ich nicht, ob das reicht, tatsächlich. Damira hat seit einigen Monaten außergewöhnlich gute Leistungen erbracht und ihre Bannrate ist in Höhe geschnellt. Diese Änderungen sind hoffentlich ein Gewinn für alle diejenigen, die frustrierte Opfer sind, werden weniger frustriert sein und die Hauptspieler von Samira werden feststellen, dass sie immer noch stark ist, aber tatsächlich gewählt werden kann. Alle sind glücklich. Boah, das ist, man kommt auf die Drogen an, die man nimmt, ne? Glücklich macht mich das jetzt nicht, wenn ich da lese. So, Senna hat in letzter Zeit an Stärke und Popularität eingebüßt und obendrein werden ihre Kerngegenstände in diesem Patch abgeschwächt. Die Verbesserungen sollen diese Machtverluste ausgleichen und ihr etwas Stärke in ihrem restlichen Fähigkeiten-Set geben. Also, Angriffsrate. Also Attack Speed. Wird erhöht und, also, pro Level. Es gibt wirklich den Wert Angriffsrate. Naja, ist doch scheißegal. Ult wird verbessert und gebufft im Scaling. Finde ich fein. Und der Cooldown geht auch runter. Ist voll fein. Senna hat ein ganz weirdes Attack Speed. Eine ganz weirde Attack Speed Verwertung bei sich. Auf ihr sind actually Attack Speed Items not too bad. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil sie ja eigentlich als Non-Attack Speed ADC introduced wurde damals. Aber es war aber zu stark und dann haben sie irgendwann Attack Speed gebufft und dann war es irgendwie gut. Anyway, Thresh. Thresh bekommt ganz viel, bekommt auch zusätzlichen Schaden. Hat dem Game noch gefehlt, denke ich, der Schaden. 20 Base Damage hier hoch auf höchster Stufe auf dem Q-Spell. Dafür wird die Lantern aber genervt. Slightly, der Grundwert für Schildstärke geht hier runter. Und der E-Spell, der Magic Damage, wird auch erhöht um 20. Heißt, du kannst jetzt da, solltest immer Q oder E maxen, bevor der W kommt. Und keine Ahnung. Einfach mehr Damage im Game. Weil warum auch nicht? Einfach Schmutz. Einfach Schmutz. Es ist einfach Dreck. Dreck. So, Udyr. Verliert Rüstung, verliert auch Leben, also wird auch weniger tanky.
Und der zusätzliche Schaden von Udyr wird von einem Q-Spell wird auch minimiert. Bedeutet, glaube ich, dieses. Ah, es gibt ja so ein Assassin-Udyr-Bild, wobei ich gar nicht weiß, ob es das noch gab, aber es gibt so ein Assassin-Udyr-Bild, wo er mit der Assassin-Klaue auf dich draufjumpt und dich one-hitted. Und das ist, glaube ich, dann nicht mehr so drin. Wahrscheinlich, hoffentlich. Kein Plan. Und die erhöhte Verlangsamung von der Ult wird verringert. Weiger bekommt hier zwei Reichweiten-Buffs. Die können sehr cool sein. Das werde ich persönlich auch sehr auch probieren. 50 auf dem W, 100 auf der Q. Das würde ich, wie gesagt, mal testen gerne. Ist allerdings natürlich trotzdem ein Scaling-Champion. Der ist am Anfang nicht so super relevant. Bin gespannt, was das aus Weiger macht. Dann haben wir noch Viego. Wir verbessern Viego, weil er der König ist. Aber mal im Ernst, Viego hat in letzter Zeit mit seiner schwindenden Stärke in der Solo-Rangliste und im Profibereich mehr als nur seine Liebe verloren. Nachdem er sich jetzt in einer schwächeren Position befindet, können wir ihm ruhig ein paar maßvolle Verbesserungen schenken, um seine Macht ein wenig anzuheben, damit sich riskante Spielweisen für größeren Erfolg lohnen. Das lebt der König, Baby. Ich finde Viego absolut super strong, genauso wie Belveth. Und ich glaube, Jungler sind einfach nur lost, wenn sie diese Champs nicht gut, weil sie diese Champs nicht gut spielen. Ich finde Viego so stark. Der passive Schaden von Q bei normalen Angriffen jetzt kritisch treffen. Heißt, da wird ein bisschen an dem Bild rumgeschraubt. Und der normale Schaden der Ult wird skaliert besser mit zusätzlichem Angriffsschaden. Lass uns über Gegenstände reden, Freunde. Wir haben uns ja ganz schön in Rage geredet, was die Champions angeht, aber ich bin sicher, dass die Gegenstände das wieder rausreißen. Denn Riot Games würde niemals einen Patch release, der mir komplett missfällt. Blick des Asanaka steht jetzt was? Die Mischung hat stark zum beschleunigten Lernräumen des Jungles beigetragen, insbesondere bei einigen spitzen Junglern wie Maokai, Udyr und Amumu. Wir verringern nun den Schaden gegen Monster von dämonischer Umarmung, damit sie etwas weniger effektiv sind. Gut. Jungle-Nerfs, gut. Doran's Schild, grundet für Lebensregeneration 6 Leben alle 5 Sekunden, 4 Leben alle 5 Sekunden. What the fuck? Doran's Schild ist ein sehr starker früher Gegenstand für Tanks und Kämpfer, durch den viele Champions weniger bestrafbar wirken als gewünscht. Mit dieser Abschwächung wollen wir die passive Heilung verringern, um die interaktionsbasierte Heilung zu beeinträchtigen. Doran's Schild-Nerf? Ständig. Also ständig habe ich Leute sagen hören, Doran's Schild ist wirklich broken. Ständig. Sehr oft. Jetzt kommen wir zum wichtigen Part. Anpassungen an Gegenstände für Supporter. Also, Grundwert für Lebensregeneration wird hier erhöht. Ja? Oh mein Gott, bringen die jetzt hier alle in Line? Geil. Okay, also. Erstmal, das Item wird, die Life-Rack wird erhöht. Heißt tatsächlich, Melee-Supporter sind deutlich mehr relevant und sind vielleicht auch einfach Go-To-Champions, weil diese Items ja schon viel gemacht haben. Also diese, sagen wir mal, Higher-Risk-Items hier, weil die geben halt weniger Leben und dafür, deswegen diese Higher-Risk, waren schon besser. Also das hier zum Beispiel, diese beiden Dinger wurden ja quasi immer sofort aufgelevelt. Während du hier mit der Share-Mechanik teilweise sehr viel länger gebraucht hast. Weil du ja immer auch roamen wolltest. Du willst, der Spielstil eines Midi-Supports ist ja auch der Roam. Du willst ja nicht nur auf der Lane stehen. Und deswegen dauert es manchmal länger, mit dem Reliktschild in die nächste Stufe zu kommen. Beziehungsweise Wards zu organisieren. Und hier ist jetzt die Aufladerate, geht jetzt hier hoch. Und vor allem hast du nicht mehr unbegrenztes Mana, ja? Auf dem Item. Das sieht doch auch super aus. Gleich ist natürlich für hier. Das ist die AP-Variante, das ist die AD-Variante. Heißt, im Grunde genommen, Melee-Supports sind im Vergleich deutlich stärker. Und ich hoffe, dass man das sowas hier auch merkt. Dass wenn jemand die ganze Zeit Spells durchspammt, dass er immer noch out of Mana ist. Gerade, ich schaue euch an, euch Lulu-Hasen, wie ihr da steht und einfach nur alle Spells einmal komplett durchdrückt, ohne nachzudenken. Aber ihr könnt es auch, weil das Item euch das erlaubt hat. Und da würde ich mir wünschen, dass das einfach das kaputt macht. So. Rabatt für gebrauchtes Schuhwerk. Magisches Schuhwerk kann jetzt nur noch für 30% des Wertes von Stiefeln verkauft werden. Der Verkaufswert normaler Stiefel und Stiefel mit Rang 2 ist unverändert. Magisches Schuhwerk kann jetzt nur noch für 30% des Wertes von Stiefeln verkauft werden. Warum solltest du jemals bessere Boots verkaufen? Im Pro-Play machen das, damit sie ihre Mystic-Items früher bekommen. Das hört sich auch wild an. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Hört sich auch scheiße an, bin ich ehrlich. Das hört sich nicht cool an. Das hört sich gut an für Yumi, aber sonst hört sich das sehr scheiße an.
eigentlich immer. Schatzi ist bei weitem eine der besten Runen, die du in einem zweiten Rundenpfad für alle Champions wählen kannst. Sie trägt derzeit zu einer Menge früherer Schneeballeffekte bei, also entfernen wir etwas von dem Gold, das ihr geholfen hat, eine erstklassige Rune zu werden. Muss man nicht sagen, gerade Solo-Queue ist halt extrem killlastig. Die Rune nimmt man immer mit, hast immer extra Gold. Und ich würde auch, ja, die Rune ist halt einfach gut, ist einfach für Solo-Queue gemacht. Spieler sind fucking stupid und die Stupidity hat diese Rune einfach noch belohnt. Jungle-Veränderung. Ja, ist nicht mein Problem. Bitte einfach Jungle nerven. Dankeschön. Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, also nicht die Patch Notes, wenn ich euch gefallen habe, dann lasst ein Abo da. Riot Games, würde ich sagen, ist schon ziemlich Schmutz. Also der Patch in general geht schon wieder in eine Richtung, wo einfach spätestens nächste Woche jemand über einen Durability-Patch nachdenken sollte. Und ja, also ich finde es einfach blöd. Ich finde einfach die Richtung, die Riot Games hier einschlägt, scheiße. Anyway, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.